kämpfen heute gegen einen Minecraft-Mythos. Und zwar bauen wir die sicherste Base und kämpfen gegen den bösen Mutanten, Steve. Kennst du das Gerücht vom bösen Mutanten, Steve? Bleib unbedingt dran. Doch vorher müssen wir noch einige andere Abenteuer erleben. Freunde, dieser böse Grimace verfolgt uns schon seit Tagen. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe, Grimace. Nein, Freunde, ich muss hier weg. Der terrorisiert uns schon seit Tagen. Aber, Freunde, glaub mir, ich habe eine ziemlich coole Idee. Aber dafür brauche ich deine Hilfe. Und zwar habe ich 1000 Skibidi Toilets organisiert, beziehungsweise beauftragt, mir zu helfen. Denn Grimace meint, er kommt irgendwann und möchte mich töten, Freunde. Guckt ihn euch an. Dort hinten lauert er und wartet nur darauf, bis er uns töten kann. Aber diese ganzen Skibidi Toilets werden uns heute helfen. Denn ich baue die sicherste Base in Minecraft, um mich vor Grimace zu verzeihen. Und zwar baue ich keine normale Base, Freunde. So, ich gehe mal ganz kurz in mein Häuschen. Und zwar baue ich heute eine luxussicherste Base. Und schaut euch mal diese Materialien an, die wir dafür haben. Wir haben einfach richtig viele Diamantblöcke, Freunde. Wir bauen einfach die teuerste Base in Minecraft. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Und wenn du glaubst, dass ich gegen Grimace gewinne, dann like mal unbedingt jetzt das Video in 3 Sekunden. Also, 3, 2, 1. Eins, jetzt. Wow, Freunde, danke für eure ganzen Likes. Ich gebe mir jetzt so viel Mühe, dass wir gegen Grimace gewinnen werden. Und zwar brauchen wir dafür erstmal Werkzeug. Und zwar würde ich sagen, Freunde, wir bauen ja heute die teuerste, sicherste Base. Das heißt, wir werden die Wand auf jeden Fall aus Diamanten machen. So, dann fangen wir direkt mal an, Freunde, und bauen uns hier das alles schon mal so ein bisschen ein. Und ja, wir haben einfach 1000 Skibidi Toilets, die uns dabei auch helfen werden. Ich glaube, Freunde, mit denen an der Seite sollten wir das schaffen. Und guckt sie euch an, die haben alle so Lust zu kämpfen für mich, Freunde. Eigentlich ist Skibidi Toilet ja immer böse, aber diese Armee wird mir heute helfen, denn sonst würde ich das nie schaffen. Außer natürlich mit deiner Hilfe noch. So, okay, das sieht doch alles schon mal auf den ersten Blick ziemlich cool aus. Und wie lustig ist das, dass wir das einfach mit Diamantblöcken bauen können, Freunde. Ich liebe ja Diamant. So, okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt bauen wir hier die Umrandung weiter. So, Freunde, genau, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt geht es hier weiter und dann müssen wir das hier noch zubauen. So, okay, Freunde, wir haben jetzt schon mal die erste Umrandung gebaut. Das wird heute ein Riesenprojekt, denn die Base wird jetzt zum einen die teuerste, aber auch die größte Base. Und ich würde sagen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. So, bauen wir uns jetzt schon mal das hier hoch und diesen Pfeiler machen wir da drüben auch nochmal hin. Und dann würde ich sagen, verbinde ich jetzt erstmal alle Sachen und dann machen wir den Rest, beziehungsweise seht ihr gleich. Das mache ich dann eben kurz alleine. So, Moment, perfekt. Oh, Freunde, das wollte ich natürlich nicht. So, und ich würde sagen, den Rest von der Umrandung mache ich jetzt erstmal kurz selber und sehen uns gleich wieder. So, Freunde, schaut mal, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Und die Umrandung ist auch gleich fertig und wir schauen natürlich mal, ob Grimace schon kommt. Ey, Grimace, bleib weg von uns, Grimace, du kleines, böses Monster. Und Freunde, oh, da ist er noch. Guckt ihn euch an, der hat schon wieder so Hunger mitgebracht. Der möchte uns auf jeden Fall essen, dieser Grimace. Aber, Freunde, nicht mit uns. Okay, Freunde, also, unser Grundgerüst sieht schon mal ganz in Ordnung aus, finde ich. Aua, das tat jetzt aber weh. Und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall in die Zwischenräume hier so Smaragde machen. Denn, Freunde, wie cool sind eigentlich Emerald Smaragde? Die sehen richtig cool aus. Und ich glaube, wir haben noch nie eine teure Luxus-Base gebaut. Ich muss schon sagen, dass das echt richtig, richtig cool aussieht. So, so, kommt schon, Freunde. Also, jetzt machen wir hier erstmal alles weiter, genau. Okay, das hat auch genau gepasst von der Länge und, boah, Freunde, diese Base wird einfach so, so krass. Und mit Hilfe der Skibidi Toilet Army werden wir das auf jeden Fall gewinnen. Also, hoffe ich zumindest. Ist Grimace geschrumpft? Was ist denn mit Grimace passiert? Freunde, er ist einfach kleiner geworden, aber dafür umso dicker. Oh, Freunde, der hat auf jeden Fall richtig viel Hunger mitgebracht. So, das heißt, wir probieren jetzt hier uns schnell dran zu halten, denn sonst haben wir alle noch ein kleines Problemchen. Denn ich glaube, Grimace hat ordentlich Hunger mitgebracht. So, okay, unsere Base wird aber echt cool, Freunde. Das müssen wir schon sagen. Und ich würde sagen, wir holen jetzt auf jeden Fall mal die Laser raus, denn ich weiß ja, ihr liebt die Laser. Und deswegen
benutzen wir die auch wieder. So, wir benutzen Laser und Spikes. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Genau, Freunde. Und wo könnten wir denn die Laser platzieren? Ich würde sagen, wir könnten ja schon mal so eine kleine... So, würde ich sagen, hierhin platzieren. Das passt so. Noch eins näher, so vielleicht. So, dann haben wir schon mal so eine Schutzbarrikade. Aber, Freunde, das war es natürlich noch nicht. Das ist ja nur am Anfang natürlich, Freunde. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Dann würde ich aber auch sagen, platzieren wir hier einmal so eine Reihe voller Spikes, Freunde. Schaut's euch an. Wenn da jemand drauf tritt, dann tut's aber richtig weh. So, die Spikes. Ey, Entschuldigung, Skibi, die Toilette, ich weiß. Eigentlich sind wir nicht die besten Freunde, aber danke, dass ihr mir heute helft, ne? Freunde, irgendwie traue ich den Skibi die Toilets ja immer noch nicht hundertprozentig. Klar, helfen sie mir, aber ihr wisst ja, Skibi die Toilet ist eigentlich nicht gerade dafür bekannt, nett zu sein. Aber ja, ich habe ja keine andere Wahl, Freunde. Deswegen wird das schon schief gehen mit denen. Okay, also, das hier sieht schon mal gut aus. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt die nächsten Laser hier hin. Also machen wir erstmal hier. So würde ich sagen, so eine Dreierwand. Dann kommt hier die nächste Dreierwand hin von Lasern. Ja, Freunde, ach du grüne Neune. Wenn das nicht eine krasse Laserbase wird, weiß ich auch nicht. So, guckt's euch mal an, Freunde. Wie fett sieht das denn aus? So, okay. Perfekt, nochmal hier und dann würde ich sagen, hier noch was. Und ich würde sagen, Freunde, ich mache jetzt erstmal ein paar Laser überall hier hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, schaut euch an, die Base ist nun komplett mit Lasern voll. Aber wir brauchen natürlich auch einen Eingang in unsere Base und dafür habe ich eine Scannertür installiert. Ihr seht, wenn ich hier weggucke, so mal kurz wegschauen, Synthi, so, dann geht die Tür eigentlich wieder zu, aber sie öffnet sich nur mit meinen Augen. Jetzt bitte einmal wieder zu werden. Sehr, sehr cool, Freunde. Ist richtig gut, würde ich sagen. Und nein, Freunde, Grimace ist vorangekommen. Warum ist er denn jetzt schon hier, Freunde? Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch einen kleinen Lavagraben. Zumindest müssen wir diese Magma-Blöcke platzieren. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Und zwar sind das Feuerblöcke. Wenn ich mich auf die draufstelle, die kennt ihr wahrscheinlich natürlich alle schon, weil ihr alle solche Experten seid in Minecraft, dann verbrennt man sich. Wow. Und die würde ich sagen, platzieren wir nämlich hier, falls Grimace hier durchkommt, durch die Skibidi-Army und vor unser Haus möchte, brauchen wir natürlich auch dafür einen Schutz, Freunde, das ist klar. Aber das würde ich sagen, machen wir dann gleich weiter. Wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe hier hoch, Freunde. Und wie cool ist das eigentlich, dass wir das alles hier mit Diamantblöcken bauen? Damit habe ich ja niemals gerechnet, Freunde, dass wir so eine teure, sicherste Base bauen können. Damit habe ich wirklich noch nie gerechnet, aber das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und Freunde, dieser Grimace, der ist aber auch wieder dick geworden. Naja, ich würde sagen, was haben wir denn noch für Blöcke hier? Wir brauchen auf jeden Fall ein Geschütz. Dann brauchen wir Alarmknöpfe. Eisengitter sind auch immer eine gute Sache. Und Obsidian haben wir ja auch noch, Freunde. Dann würde ich sagen, platzieren wir die ganzen Sachen erstmal und schauen mal weiter. So, also ich würde sagen, die Eisengitter platzieren wir alle mal hier drauf, Freunde. Dann haben wir nochmal so ein extra Schutzschild. Und den Block darf man natürlich nicht vergessen, einmal daher. So, hier das mal wegbauen. Boah, Freunde, dieses Eisentor ist aber auch stark. Das kriegt man ja gar nicht weg. Egal. Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir die platzieren. So, okay, ja. Dann einmal hierhin wieder. Genau. Und nochmal hierhin. Sehr schön, Freunde. Sehr, sehr gut. Guckt's euch an, Freunde. Die Base wird immer besser und besser. So, dann würde ich sagen, platzieren wir das noch alles hierhin, okay. Ja, doch. Ich muss sagen, ich bin schon relativ zufrieden mit unserer Basis, aber es fehlen natürlich noch einige Dinge, wie zum Beispiel dieses Geschütz hier, Freunde. So, und Mann, Freunde, Grimace steht da vorne. Ich würde sagen, wir platzieren mal hier so ein Geschütz hin. Geht das? Nee, wir müssen einen Block hinsetzen. Das heißt, hier ein Block hin und jetzt das Geschütz. Komm raus, Geschütz, Freunde. Wie cool sind diese Geschütze? Denn ihr wisst ja, diese Geschütze schießen dann direkt Grimace ab, wenn ihr uns zu nahe kommt.
Sehr schön, davon, da müssen wir auch gar nicht geizen, würde ich sagen, Freunde. So, 1, 2, 3, 4, das wurde platziert. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier jetzt nochmal einen und hier nochmal einen, Freunde. Wow, wie cool sieht das denn aus, Freunde? Unsere Base ist schon richtig, richtig gefährlich. Das heißt, wenn jemand hier in die Nähe kommt, werden die einfach komplett abgeschossen. Das ist so cool. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Zaun überall hier hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Freunde, schaut es euch an. Die Base ist nun oben komplett abgerundet durch diesen coolen Zaun. Und Grimace, wenn du willst, kannst du bald kommen. Ich mache keinen Halt vor dir. Es fehlt aber noch ein bisschen hier, was würde ich sagen. Hier ist noch zu viel Freiraum. Wie wäre es, wenn wir einfach zwischen diese Magma-Blöcke so Wasser platzieren? Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? Dass man quasi entweder ertrinkt, auch wenn das jetzt blöd klingt, oder halt richtig viel Schaden durch Feuer bekommt, Freunde. Ich glaube, das ist eine coole Idee, dass wir quasi jetzt nochmal so ein Loch hier aufbuddeln und dann quasi diese Magma-Blöcke reinstellen, aber zwischendurch Wasser. Aber dafür müssen wir nun erstmal ordentlich Erde hier wegbuddeln, Freunde. Und einen Gang brauchen wir natürlich auch noch. So, okay, also aber erstmal muss ja diese ganze Erde weg, Freunde. Boah, die ist aber auch wirklich hartnäckig. Meine Diamantschaufel macht da gar nicht mal so einen guten Job. Aber naja, auf los geht's los. Wir machen auf jeden Fall weiter und testen das jetzt mal, ob das funktioniert. So, haben wir denn Wasser in unserem Inventar? Ach ja, wir haben noch Wasser hier. Und Freunde, wir müssen noch den Alarm platzieren, die Kameras und noch ein paar Fallen aufstellen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. So, und jetzt testen wir das einfach mal. Wir platzieren hier Wasser. So, hier nochmal Wasser, Freunde. Und das sieht doch schon richtig cool aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, das heißt, wieder Wasser hier platzieren. Dann wieder hier Wasser platzieren, Freunde. Ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Das sieht richtig, richtig cool aus. So, dann würde ich sagen, hier noch ein bisschen Wasser. Und hier, Moment, kommt schon, Freunde. Hier, okay, ja, das sieht doch alles schon mal relativ gut aus. So, wir brauchen dann... Hey, was ist denn mit diesem Wasserblock? Der spinnt aber komplett rum. Okay, Freunde, so, dann würde ich sagen, hier noch einen hin. So, Freunde, okay, das sieht doch alles schon mal richtig, richtig gut aus. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt gleich in aller Ruhe alleine weiter. Wobei, wir haben es ja schon fast geschafft, Freunde. Schaut mal, jetzt fehlt hier noch was. Und jetzt platzieren wir hier überall so Lavablöcke. Aua, aua, die brennen richtig. Ihr seht's, Freunde, das ist eine richtig gute Falle. Das heißt, wenn Grimace jetzt hier reinläuft, dann läuft er automatisch in diese Magma-Blöcke. Richtig gut und schlau. Aber wir brauchen noch einen kleinen Durchgang für uns. So, Moment, perfekt, und das heißt, das hier muss nochmal rüber. So, Freunde, und wir haben immer unseren Durchgang, und Grimace läuft dann hier in diese Wasserfalle, beziehungsweise in diese Wasser-Lava-Falle, Freunde, richtig, richtig gut. Jetzt würde ich sagen, platzieren wir noch ein paar Alarmknöpfe, dass wir auch immer alles mitbekommen, wenn er uns stürmt. Und vor allem über mein Bett, Freunde. Das ist immer der lauteste Wecker, den ihr euch vorstellen könnt. Das könnt ihr mir aber glauben. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch ein paar Kameras hier. Aua, so einmal eine Kamera. So, und oh, Freunde, Grimace ist echt nahe. Oh, Freunde, ich hoffe, diese erste Laserschicht wird ihn schon ein bisschen abhalten. Aber ihr kennt ja Grimace, Freunde. Der macht von nichts halt. Das heißt, wir müssen auch noch mal hier eine Kamera platzieren, dass wir Grimace immer im Blick haben, wenn er sich ja bewegen sollte. Ey, so, wir brauchen hier so ein Blöckchen. So, Freunde, okay, und so, kommt schon, platzier dich hin. So, dann hier den Kameramonitor verbinden, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir müssen aufpassen, Freunde. Schnell hier noch die anderen Kameras platzieren. So, okay, ey, ich muss durch. Das ist doch meine Tür. So, Freunde, also, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns langsam mal um die Waffen. Okay, Freunde, ich würde sagen, die Kameras funktionieren. Das testen wir noch einmal ganz kurz. So, also, Kamera 1 ist hier an Grimace. Wow, Freunde, der sieht mir schon echt ziemlich, ziemlich brutal aus. Seht ihr das? Dann Kamera 2 funktioniert auch. Der hat die Skibidi Toilet Army im Griff, beziehungsweise im Blick. Und hier, Kamera 3 auch. Okay, das heißt, das funktioniert schon mal alles. Sehr gut, Freunde. Und jetzt kümmern wir uns mal um unsere Ausrüstung. Das heißt, wir packen erstmal alles hier weg, was ihr hier seht. Das ist alles erstmal unnötig. Und wartet mal, Freunde, wir haben noch den Panikknopf vergessen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, kann ich hier draufdrücken. Dann weiß jeder Bescheid. So,
Brauchen wir sonst sowas? Die Falle habe ich auch nicht platziert, Freunde. Wir haben hier so eine coole Bärenfalle. So, und da kann Grimace auch reinlaufen, Freunde. Die ist richtig happig. Also, da würde ich nicht reinlaufen an seiner Stelle, Freunde. So, okay. Das heißt, wir gehen hier rein. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die ganzen Sachen, Freunde. Und zwar haben wir hier zum einen diese coole Rüstung. Wir haben eine komplette Regenbogenrüstung, Freunde. Wie cool sieht die eigentlich aus, Freunde? Richtig, richtig cool. Dann haben wir hier ein cooles Schwert bekommen, Freunde. Damit können wir auf die nahe Distanz ihn also richtig schön kloppen. Sehr schön. Aber das war's natürlich noch nicht, denn wir haben auch noch... Ach, hier sind die ganzen Waffen. Wir haben noch verschiedene Pistolen bekommen. Die packen wir uns alle in Inventar. So, und das sieht doch schon mal alles gut aus, die Pistole auch noch, Freunde. Und ich würde sagen, so sind wir eigentlich schon mal relativ gerüstet für den Kampf gegen Grimace, Freunde. Auch wenn ich ein bisschen sagen muss, dass es mich stört, dass hier so viel frei ist. Aber vielleicht können wir das ja benutzen, um so von hier auf ihn zu schießen. Guckt euch das mal an, Freunde. Naja, ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal ins Bett, ruhen uns aus und warten dann, bis der Alarm kommt, Freunde. Denn wenn der Alarm klingelt, wisst ihr alle, was es heißt. Dann steht der unmittelbare Kampf gegen Grimace bevor. So, habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, außer diese coolen Portalblöcke hier. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Aber naja, ich würde sagen, Freunde, dann legen wir uns jetzt hin und sehen uns morgen, wenn es soweit ist. Oh nein, Freunde, der Alarm klingelt. Wartet mal, wo sind die Kameras? Wir gucken kurz in die Kameras, Freunde. Der Alarm, der Alarm, der Alarm. So, oh nein. Grimace steht direkt vor der Base, Freunde. Wartet mal. So, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Hey, Grimace! Grimace, wo bist du? Schau mal, hier, kennst du mich? Ich bin Synthi. Oh nein, Freunde. Ich glaube, er hat uns erkannt. Kommt schon, Grimace, aber seht ihr es, Freunde, er kommt nicht in die Base rein. Der Laser hält ihn, glaube ich, auf. Moment mal, wir gucken mal ganz kurz nach. So, Moment. So, Grimace, traust du dich nicht gegen... Oh doch, Freunde, er kommt. Skibidi Toilet Army macht was. Greift ihn noch an. Freunde, die Skibidi Toilet Army greift ihn gar nicht an. Mann, Freunde, was machen die denn? Hallo, tut mal was, Skibidi Toilet Army. Was soll das denn? Kommt schon, nimm das, Grimace. Oh, Freunde, jetzt kommt er. Wo ist unser Schwert? Wir haben unser Schwert parat. Nimm das. Oh, aua, aua, was ein Kampf. Aua, der macht echt Schaden, Freunde. Der ist nicht zu unterschätzen. Ich muss zurück. Rückzug, Rückzug, Freunde, Rückzug. Boah, Freunde, ich brauche was zum Essen. Boah, der macht echt richtig, richtig viel Schaden, Alter. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Grimace ist ja echt ultra OP. Komm her, Freunde, ein paar Schüsse aus der Distanz. Die haben ihn noch, die tun ihm weh. Er muss in die Falle, Freunde. Ihr müsst ihn in die Falle locken. Komm schon, Freunde, aber die Skibidi Toilet Army hält ihn ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Er kann nicht durchlaufen, aber jetzt, aua, aua. Komm, nimm das. Ah, Freunde, er tut mir weh. Aua, aua. Nein, 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 nein. Die Skibidi Toilet Army hilft mir auch kaum. Ich muss schnell zurück. Rückzug, Freunde. Okay, okay, okay. Das tut echt ordentlich weh hier, muss ich sagen. Okay, was machen wir? Was machen wir, Freunde? Wie wäre es, wenn wir so eine Granate schmeißen? Kommt schon, die muss hier ordentlich knallen. Bitte, bitte, bitte. Ja, Freunde. Und jetzt, Skibidi Toilet Army geht auch auf ihn drauf. Boom. Mehr Granaten, Freunde. Mehr Granaten. Kommt schon, Freunde. Die Granate muss aber sitzen jetzt aber. Kommt schon. Oh nein. Die ist zurückgeflogen. Die ist zurückgeflogen und ja, Freunde, kommt schon, wir müssen den doch jetzt endlich bekommen, den bösen Grimace. Ja, kommt schon, wir schießen ihn ab mit der Pistole. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den bösen Grimace erledigt, Freunde. Oh mein Gott, was war das für ein krasser Kampf. Danke für euren Support, wir haben es geschafft, auch wenn uns die Skibidi Toilet Army ja nur bedingt geholfen hat. Dankeschön, Freunde. Nein, Freunde, hier ist Siren Head. Ihr seht's doch, ach du grüne Neune. Ich bin fast tot. Schnell, wir müssen weg vor diesem riesigen Monster. Hilfe, kann mir jemand helfen? Ich muss hier weg von... Freunde, schaut's euch mal an. Was ist denn mit Siren Head los? Schnell weg, 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 Freunde. Ist da jemand, der mir helfen kann? Boah, Freunde, schaut mal, wo sind wir denn hier? Das sieht mir nach einem ziemlich verlassenen Ort aus und dort sind wir auch erstmal vor diesem unglaublichen Monster sicher. Moment mal, wir gehen mal hier ganz vorsichtig vorbei an der Seite und okay, hier ist schon mal keine Falle. Ist da jemand, der mir helfen kann? Jetzt regnet's auch noch, Freunde. Was ist das denn für ein schlimmer Tag? Bislang im Hintergrund des Siren Head und hier ist eine Kiste. Moment mal, ist da irgendwas drin, das uns helfen kann? Wir platzieren mal ganz kurz die Falle. Die Fackel hier und... Boah, Freunde, hier ist richtig viel Equipment, uns eine Base zu bauen.
Und hier haben wir auch noch Werkzeug, um uns eine Base zu bauen. Ich würde sagen, wir legen uns mal ganz kurz schlafen und fangen morgen an mit dem Bauen der Base. Denn, boah, Freunde, hier im Regen, da kann ich nicht arbeiten. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal ganz kurz hinlegen, es ist ja schon viel bequemer so. Oh, guten Morgen, Freunde. Gut für den Rücken? Naja, war das jetzt auch nicht. Aber es ist immerhin ein neuer Tag und wir haben nun genug Zeit, um uns vor Siren Head ja irgendwie zu beschützen, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal in die Kiste. Wir haben hier ganz viel Obsidian, Freunde. Ich würde sagen, unsere Base bauen wir auch außenrum komplett aus Obsidian. Ich würde sagen, wir dürfen auch keine Zeit mehr verlieren. Das heißt, wir fangen direkt mal an. So, wir machen uns hier direkt mal so einen viereckigen Kasten. Ich denke, das sieht schon mal alles ganz schön gut aus. Und zwar machen wir den bis hierhin. So, Freunde, das sieht doch jetzt schon mal richtig, richtig gut aus. Und da müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Und in die Mitte machen wir dann, Moment mal, wir haben doch hier noch so andere Sachen. Haben wir auch Werkzeug? Ja, Freunde. Und in die Mitte werden wir auf jeden Fall hier so einen Turm bauen. Den mache ich jetzt auch schon mal, das Grundgerüst. So, einmal kurz diese ganzen Sachen hier entfernen. Den machen wir ungefähr so von dieser Länge her. Ich würde sagen, Freunde, ich mache jetzt erstmal die ersten Arbeiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn das dauert nämlich richtig, richtig lange und da möchten wir nicht so viel Zeit zu verlieren. Denn ich sag's mal so, Siren Head wartet auf uns und ist bereit, uns zu töten. Also, Freunde, bis gleich. So, liebe Freunde, schaut mal. Wir haben jetzt schon mal den kompletten Umriss von unserer Base. Und zwar kommt hier in die Mitte ja dieser Tower, wie gesagt. Und da müssen wir das jetzt hier erstmal so alles weiterbauen. Und dann müssen wir hier hoch machen und das Außengerüst voll mit Obsidian haben wir auch schon gebaut. Das heißt, so, einmal hier nochmal weiter und dann haben wir das Grundgerüst auch schon mal fertig. So, Freunde, ihr seht es jetzt einmal hier. Ein, zwei, noch zwei Blöcke brauchen wir. Ach, die sind da unten, Freunde. Habe ich hier noch Blöcke? Ja, und hier müssen wir auch noch das Obsidian dran bauen. So, ihr seht es, Freunde, der Grundriss ist schon mal geschaffen. Ich zeige euch das nochmal in Ruhe und wir gehen mal ganz kurz hin zu Siren Head gleich. So, das soll der Grundriss werden und jetzt kommen hier auf jeden Fall in die Mitte richtig, richtig viele coole und abschreckende Laser, Freunde. Und kommt schon, wir gehen mal ganz kurz zu Siren Head und schauen mal, ob er noch aggressiv ist. Vielleicht ist er aber auch nett geworden. Moment, Freunde. Bisschen uns ranschleichen. Er sieht uns ja nicht. Wobei, hören wird er bestimmt ganz schön gut. Aber sehen ist, glaube ich, eher schwieriger bei ihm. So, mal schauen, ob er irgendwie nett geworden ist. Ey, Siren Head, willst du Frieden schließen oder sowas? No, Freunde, nein. Der tötet mich. Ich habe noch 3,5 Herzen. Schnell weg, Synthi. Schnell weg, Freunde. Okay, mit dem werden wir auf jeden Fall so schnell keinen Frieden mehr schließen. Das heißt, schnell zurück, schnell zurück. Puh, Freunde, das war knapp. Ihr seht's. Der möchte mich halt wirklich töten. Habe ich das wirklich verdient, Freunde? Naja, übrigens, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du gerne mal das Video liken in 3 Sekunden, wenn du denkst, wir werden diesen Kampf hier gewinnen. Also, 3, 2, 1, jetzt. Wow, Freunde, so viel Likes, dankeschön. Das ist richtig, richtig cool von euch. Jetzt haben wir schon eine richtig gute Chance, dass wir das schaffen. Wir müssen jetzt aber noch einmal hier nach ganz oben gehen. So, Delle. Okay, Freunde, jetzt sieht das hier alles schon mal besser aus. Hier die 2 Blöcke hoch. So, ist perfekt. Und jetzt bauen wir das alles zu. Und das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Einmal die Blöcke hier abbauen. Und warum kann ich denn die Blöcke hier so schnell abbauen, Freunde? Seht ihr das? Ist das normal, dass ich die mit einem Block abbauen kann? Keine Ahnung, egal. Ach, weil die schon, Freunde, das sind befallene Ziegelsteine. Das heißt, die sind echt nicht so gut. Die gehen ganz schnell kaputt mit einem Schlag. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis gleich. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Und ich würde sagen, Freunde, wir platzieren nun die ersten Laser. Das heißt, einmal den Laser hier rausholen. Wo haben wir denn die Laser hin? Sind die in der anderen Kiste? Ich glaube schon. So, mal kurz in die Kiste hier reinschauen. Und ja, Freunde, hier sind die Laser. Und was ist das denn hier? Eine enchantete Golden Apple Cow, also Kuh. Hä? Freunde, schaut mal, wie cool. Wir haben jetzt einfach so eine verzauberte Kuh hier als kleines Haustierchen. Das bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Und du kannst ja mal einen Kommentar schreiben mit einem Namen für die Kuh, dass wir irgendwie einen coolen Namen haben. Vielleicht heißt sie ja Mu oder Kui, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt kümmern wir uns um den Laser. Und ich glaube, wir machen einfach hier jetzt Laser hin. So, Freunde. Wow, Freunde. Das wird richtig, richtig cool. Das heißt, wir machen jetzt hier so eine Laserreihe hin. Ihr seht. Und das heißt, hier wieder einen hin. Dann hier wieder einen hin. Und hier. Boah, Freunde, wie cool ist das denn?
So, hier, hier und oh, das war aber tollpatschig, Synthi. So, jetzt einmal hier und hier und ich würde sagen, so, wenn ich den platziert habe, mache ich den Rest gleich in Ruhe weiter. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, viel Laser habe ich jetzt auch nicht mehr, denn das meiste habe ich schon verbraucht. Aber schaut euch mal die Base dafür gleich an, die ist gleich fertig, also von außen zumindest, was die Laser angeht. Sonst brauchen wir natürlich noch ein paar Sachen, aber was das angeht, sind wir jetzt schon echt weit, Freunde. Schaut mal, wie cool. Wir haben jetzt hier schon mal so eine richtig fette Laserwand und hier kommt keiner mehr durch. Also keiner von den bösen Mobs mehr. Also Siren Head da hinten, Freunde. Wir kommen natürlich noch durch, das ist ja klar, denn ich habe ja die Base gebaut. So, perfekt. Und ja, jetzt doch mal hier, Freunde. Richtig, richtig cool. Und jetzt müssen wir hier noch einmal hin. Zack, zack, zack. Und wir sind schon auf einem richtig guten Weg, Freunde. Guckt euch mal an. Wie cool sieht die Base jetzt schon mal von außen aus. Und da fehlen noch einige Dinge. Und zwar müssen wir diesen Turm hier oben noch viel, viel cooler machen. Und zwar gehen wir mal ganz kurz dafür nach oben und holen uns jetzt hier noch ein bisschen Stein. Haben wir noch Glas oder sowas? Nee, wir haben nur sowas. Aber das sollte auch funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. So, und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt machen wir hier langsam so eine Art Tower rein. Das heißt, so, dann hier unten nochmal alles vollbauen. Sehr, sehr schön, Freunde. Komm schon, komm schon, komm schon. Genau. Okay, und dann hier wieder alles durch. Dann müssen wir hier nochmal entlang gehen, Freunde. Und ich würde sagen, das sieht doch jetzt alles schon mal richtig, richtig gut aus. So, dann hier wieder entlang. Und der Tower ist auch schon bald fertig. So, Freunde, wie cool ist das denn? Und darauf machen wir jetzt auch noch so coole... Machen wir lieber Spikes oder das hier hin? Ich würde sagen, wir machen heute mal so ein Eisengitter hin, dass man natürlich nicht runterfallen kann und ein wenig geschützt ist. Das ist doch klar. So, und vielleicht machen wir auf die Obsidian-Seite dann ein paar Spikes. Na, Siren Head, wie geht's dir da hinten? Du traust dich doch gar nicht mehr, mich anzugreifen, wenn du diese super, super coole Base siehst. Also, ich würde es ja nicht mehr übel nehmen. Aber, Freunde, wir wissen ja, gegen den kämpfen wir gleich noch. So, okay, dann hier einmal alles wegbauen und au, 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 au. Freunde, keine Ahnung, was das hier ist. So, die Spitzhacke brauchen wir und als nächsten Step würde ich sagen, müssen wir das hier mal alles zubauen, Freunde. Ich würde sagen, bevor wir das machen, fangen wir hier nochmal mit dem Sandgraben an, denn hier kommen jetzt auf jeden Fall ein paar coole Kakteen hin. Und, Freunde, ich würde sagen, dafür sehen wir uns gleich wieder. Bis, Moment, Moment, die Reihe machen wir noch. So, sieht doch jetzt schon mal viel besser aus. So, jetzt einmal hier noch alles wegmachen. Perfekt, Freunde. Also, dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier alles ausgebuddelt habe. So, Freunde, die letzten Blöcke muss ich jetzt hier noch platzieren und perfekt. Jetzt ist schon mal alles voll mit Sand. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier richtig coole Kakteen hinstellen können, dass hier keiner mehr durchkommt. Aber dafür müssen wir uns erstmal die Kakteen holen. Ihr seht, das habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Das mache ich gleich. Denn jetzt geht es erstmal darum, die Kakteen hier zu platzieren, Freunde. So, und zwar machen wir das immer so im Zweierschritt. Wenn hier einer kommt, dann kommt hier wieder einer, dann kommt hier wieder einer, dann kommt hier wieder einer und ich glaube, Freunde, das sieht schon mal richtig gut aus, oder? So, und dann hier wieder und das machen wir jetzt einmal um die komplette Map entlang, Freunde. So, ihr seht, und wenn ich das hier drum habe, dann wieder hier, dann sieht die Base jetzt schon viel, viel gefährlicher aus. Ich habe hier oben auch schon so ein paar von diesen Spikes platziert und ich bin jetzt echt schon mega, mega zufrieden. Und wenn dir gefällt, was ich bislang gemacht habe und du meine Arbeit zu schätzen weißt, dann kannst du ja vielleicht ein kostenloses Abo für mich da lassen. Das würde mich mega, super, duper freuen. Und dann werden wir auch schon bald 20.000 Abonnenten sein, denn wir sind momentan schon 15.000, Freunde. Das geht so super, duper schnell. Und ich bin so dankbar euch deswegen. Aber naja, jetzt müssen wir uns erstmal vor diesem Monster dort hinten retten. Wartet mal, Freunde, habt ihr Siren Head irgendwo gesehen? Hier ist er nicht mehr. Freunde, wo ist denn Siren Head? Oh Gott, ich glaube, natürlich ist er noch da. Dieser Fiesling, dieser gemeine Fiesling, Freunde, wenn der kommt, der wird sein blaues Wunder erleben. Aber dafür müssen wir uns noch ein bisschen beeilen und unsere Base ein bisschen besser bauen. Denn jetzt muss hier als nächstes der Lavabrunnen hin. Denn durch diesen Lavabrunnen kommt dann keiner mehr durch. Ich würde sagen, wir holen hier das mal alles ganz schnell und eben aus. Das geht ganz schnell. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann befüllen wir das erstmal alles hier mit Lava. Und dann sollte das wirklich schon richtig, richtig
wirklich sicher sein. So, Freunde, schaut mal, ich habe jetzt hier wirklich alles ausgehöhlt. Das hat locker eine halbe Stunde gedauert. Das war so, so lange, aber jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt können wir nämlich hier überall Lava platzieren, Freunde. Einmal hier bitte Lava, dann würde ich gern einmal hier Lava sehen, dann hier Lava und das wird sich jetzt ordentlich ziehen, Freunde. Deswegen mache ich in der Zwischenzeit die Spikes da oben komplett und dafür brauchen wir, wo sind denn die restlichen Spikes? Kommt schon, die müssen doch hier drin sein. Ja, hier befinden sich die Spikes. Ein bisschen Lava können wir auch noch mitnehmen und ich würde sagen, als erstes machen wir jetzt mal ganz kurz hier noch diese Spikes hin. So, Freunde, die erste Reihe und... Siren Head steht da immer noch, Freunde. Och, Mann, ich hab so Angst. So, okay, also, das haben wir jetzt schon mal erledigt. Dann geht's hier mit der nächsten Tour weiter. Genau, aufpassen. Aua, aua, aua. Freunde, so. Und ich würde sagen, jetzt haben wir schon mal überall Spikes platziert. Und das können wir uns ja von oben auch nochmal anschauen. Und zwar, wenn wir hier rauslaufen, seht ihr es, Freunde. Guckt's euch an. Hier sind überall richtig, richtig coole Spikes. Und jetzt fehlt natürlich noch die Lava hier überall. Und das machen wir als nächstes. Also hier ein bisschen Lava hin. Ich glaube, das verbindet sich ja hier schon mal ganz gut. So noch ein bisschen Lava und so noch ein bisschen Lava. Mal gucken, ob wir noch Eimer haben. Wenn nicht, fülle ich da... Oh, Freunde, schaut mal, wie viel Lava-Eimer wir noch haben. Und wir haben noch Spinnweben. Die brauchen wir gleich auch noch. Wo ist Kuh hin? Kuh? Wo ist meine goldene, verzauberte Kuh, Freunde? Hallo? Habt ihr sie gesehen? Die Kuh ist nicht mehr da, Freunde. Och, Mann, wo ist denn die Kuh jetzt hin? Egal, wir müssen uns eine Base bauen, Freunde. Oh, Siren Head bewegt sich. Er schaut mich an. Kommt schon, Freunde, wir müssen jetzt hier erstmal alles machen hier. So, dann hier die nächsten Eimer. Wir haben schon so viele von diesen Lavan-Eimern benutzt. Aber naja, was soll man machen? Ich würde sagen, da müssen wir eben durch. Und jetzt können wir auch langsam so ein bisschen mit den Spinnennetzen anfangen. Das heißt, einmal hier eine Reihe voll mit Spinnennetzen, Freunde. Und seht euch das mal an. Unsere Base wird immer cooler und cooler. So, einmal hier noch hin platzieren. Sehr schön, Freunde. Oh, die Base wird richtig, richtig sicher. Und ich glaube, das wird sogar die sicherste Base. Und wir werden auf jeden Fall gegen Siren Head gewinnen. So, okay. Das heißt, bis hierhin haben wir es... Oh, hier... Oh, Synthi, du Tollpatsch. So. So müssen wir es machen. Und jetzt auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. So, nicht nochmal in die Spinnenweben fliegen, Synthi. Das wäre ziemlich, ziemlich doof. So, okay. Dann einmal hier noch das Spinnenwebenlein hin. Und ich würde sagen, Freunde, den Rest mit der Lava mache ich jetzt gleich in Ruhe. Das heißt, bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, und bald ist es soweit und wir kämpfen gegen Siren Head. So, Freunde, schaut es euch an. Hier ist jetzt überall Lava. Und ich würde sagen, ihr habt auch gesehen, ich habe den Turm jetzt hier fertig gebaut. Und schaut mal, unsere Base sieht echt unglaublich gefährlich aus mit diesen Lasern und allem drum und dran. Jetzt müsst ihr nur mal kurz wieder reinkommen, weil durch Lava kann ich hier auch nicht gehen, oder? Naja, ich würde sagen, wir schauen einfach einmal über den Kaktus springen. Tat zwar ein bisschen weh, aber naja, wir müssen uns jetzt natürlich noch unsere Base hier drin richtig bauen. Und zwar haben wir dafür nämlich auch ein Bett. Ja, wir haben hier ein Bett, Freunde. Das platzieren wir hier oben drauf. Das heißt, wir können nachher uns hier hingehen und schlafen legen. Und darüber müssen wir auf jeden Fall den einen oder anderen Alarmknopf platzieren, dass wir natürlich immer up to date sind, wenn irgendetwas passiert. Hier draußen nochmal Alarmknopf 1, 2, 3 und 4. Und dann brauchen wir noch Leitern. Haben wir Leitern, Freunde? Ja, hier, perfekt, dass wir natürlich auch hochgehen können. So, und ich glaube, jetzt seht ihr es schon, Freunde, wir sind's alle. Hier hinten ist Siren Head, wir haben hier unsere mega super dolle Aussichtsturm, aber das ist eine Aussichtsplattform. Und dann würde ich sagen, sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Wir müssen noch ein paar Geschütze platzieren und, wow, Freunde, wir haben noch unser ganzes Equipment hier. Das heißt, wir müssen uns hier das Nummernschloss platzieren, hier noch was, dass unsere Base eben so ein bisschen freaky aussieht. So. Bewegungssensoren noch über den Alarm. Perfekt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch... Wo haben wir es denn? Die Kameras, Freunde. Sehr schön. Und die müssen wir natürlich außen platzieren. Neben dem Geschütz. So. Das heißt, einmal hier hoch. Und darauf jetzt das Geschütz hier an die Seiten platzieren, Freunde. Sehr schön. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, das sieht schon mal super duper aus. Dann... Hier noch einmal, Freunde, wo sind denn die Blöcke? Hier, dann hier einmal ein Geschütz hin, zack, zack, zack. Und hier nochmal ein Geschütz, oh, Freunde, ich bin so gespannt. So, das sieht gut aus.
Und hier platzieren wir auch nochmal ein Geschütz. Sehr schön, Freunde. Guckt's euch an. Die Base wird von Minute zu Minute besser. Jetzt platzieren wir hier noch zwei Kameras. So, beziehungsweise hier auch nochmal eine. Insgesamt 4 Stück an der Zahl. Und dann würde ich sagen, ja, die brauchen wir nicht mehr. Haben wir eigentlich alles so weit gebaut, was wir brauchen, Freunde? Oder täusche ich mich? Ich guck mal noch kurz in unsere Kisten nach, aber ich glaube, eigentlich haben wir alles, oder? Dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt mal schlafen, Freunde, und wir rüsten uns. Und dabei ausrüsten können wir uns ja schon mal, Freunde. Wir rüsten uns nochmal aus und dann gehen wir schlafen, dass wenn irgendwie ein Notfall ist, wir natürlich direkt gewappnet sind. So, einmal alles auswählen. Hier, das haben wir, Freunde. So, ich würde sagen, den Bogen brauchen wir auch noch, die Goldäpfel und... So, Freunde, dann sind wir jetzt gewappnet für die Nacht und wenn was passiert, dann wird uns sicherlich der Alarm wecken, Freunde. So, dann, oh, Freunde, gute Nacht bis morgen. Ich bin schon so müde und aufgeregt. Oh, nein, Freunde, ihr hört's, der Alarm ist da. Wartet mal, wir gehen kurz auf die Aussichtsplattform. Ist Siren Head, Freunde. Siren Head befindet sich direkt vor uns und möchte uns attackieren. Ach du grüne Neune, wie groß sieht denn er eigentlich aus, wenn man ihn mal von der Nähe sieht? Und Moment mal, wir haben gar kein Schwert, kein richtiges. Das heißt, wir müssen nur mit unseren Sachen arbeiten. Haben wir vielleicht hier noch ein Schwert? Nee, wir werden einfach mal die Axt mitnehmen, Freunde. Okay, ich würde sagen, Siren Head, wenn du dich traust, dann komm doch her. Oh, Freunde, er kommt wirklich. Aua, aua, aua. Nein, 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 Freunde. Ach, du grüne Neune, was ist denn hier los? Nein, 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 nein. Wir müssen kurz einen Goldapfel essen. Das ist ja richtig krass, wie gut der ist. Der kann uns hier durch die Wände schlagen, seht ihr das? Och, nimm das, Siren Head. Kommt schon. Oh, Freunde, der macht uns Schaden. Wir müssen ein bisschen uns von hinten attackieren. Moment mal. Moment, nein. Jetzt bin ich in die Lava geflogen. Ach, du grüne Neune, Freunde. Da ist Siren Head überall vor uns und... Boah, Moment mal. Ich glaube, jetzt haben wir ihn aber gut getroffen. Er ist auch in der Lava. Seht ihr das, Freunde? Er ist auch in der Lava. Und nein, es wird schon wieder dunkel. Kann ich endlich mal aufhören zu brennen, Alter? So, jetzt. So, nimm das hier, Siren Head. Boah, Freunde, komm schon, komm schon. Das sieht gut aus. Ja, ja. Komm, jetzt hier mit der Rifle noch ein bisschen. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Ja, wir haben Siren Head besiegt. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Kurz vor Mitternacht hat uns die sicherste Base geholfen, gegen Siren Head zu gewinnen. Dankeschön fürs Zuschauen, Freunde. Freunde, schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Das ist doch Mutanten Lumix und der greift mich an. Oh mein Gott, Freunde, ich habe nur noch 3 Herzen. Was will dieses Monster von mir? Und was hat es mit Lumix gemacht, Freunde? Moment mal, schaut ihn euch an. Wir müssen hier irgendwie weg, Freunde. Der möchte uns töten. Moment mal, Freunde, guckt ihn euch an. Dieses Monster, der hat überall Blut an seinem Pulli, an seinem Gesicht und seine Augen sind auch so rot, Freunde. Wo sind wir denn hier gelandet? In was für einer Welt? Okay, aber wartet mal, Freunde. Was ist das hier denn für ein Lumix-Kopf? Moment mal, ich muss hier mal ein bisschen mehr essen. Schaut euch das an, Freunde. Dort hinten ist der böse Lumi und hier ist der nette Lumi. So haben wir den doch auch kennengelernt. Der ist richtig nett und vielleicht sind da irgendwelche Sachen drin, um uns vor diesem Monster zu retten. Denn ihr seht hier, Freunde, der möchte mich töten. Moment mal, Freunde, wir schauen mal ganz kurz hier rein. Also, das ist auf jeden Fall der normale Lumi-Kopf und hier ist eine Tür und... Wartet mal, Freunde, hier können wir rein. Und hier ist verschiedenes Equipment, Freunde. Hier sind Blöcke, hier ist Werkzeug, hier sind Waffen. Freunde, guckt euch mal an, was wir hier für Waffen haben. Guckt euch das mal an, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, damit können wir auf jeden Fall gegen Lumi gewinnen. Also gegen den bösen Lumi natürlich. Freunde, hier ist Lumix, der richtige Lumix. Wartet mal, was sagt er? Er sagt, Freunde, Synthi, hilf mir. Du musst den Mutanten besiegen, sonst komme ich hier niemals raus. Hilfe! Freunde, ihr seht's, Freunde. Wir müssen wirklich diesen Mutanten-Lumix besiegen. Ansonsten wird auch der normale Lumix niemals freikommen. Kann ich mich da auf dich verlassen, dass du mir hilfst? Das wäre mega. Schreib mal in die Kommentare, wenn du mir hilfst. Das wäre richtig toll. Und Freunde, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr lange Zeit. Wir müssen mit der Base anfangen. Wir müssen auf jeden Fall mit der Base anfangen. Und ihr seht's, wir haben hier... Ey, lass mich hier rein. Wir haben hier richtig coole neue Blöcke. Wir haben so Gem-Blöcke, Freunde. Und hier befindet sich auch irgendwo Werkzeug. Freunde, guckt euch das mal an. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz was. Und zwar werden wir hier die erste Stütze für unsere Base bauen. Und zwar haben wir diese super duper coolen lilanen Gem-Blöcke, Freunde. Die habe ich ja noch nie gesehen. Aber die scheinen mir richtig schön stabil zu sein. Guckt euch das mal an, Freunde. Da kann man tatsächlich nichts machen, wenn man gegen die schlägt. So, okay, also. Die ersten Vorbereitungen wurden also schon mal gekehrt, Freunde. Wir werden auf jeden Fall den sichersten Lumi-Kopf bauen, beziehungsweise die sicherste Base. Aber das dauert auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen,
sagen, beeilen wir uns ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz eine kurze Pause und wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Lumex, pass auf, wir werden dich auf jeden Fall hier retten. So, liebe Freunde, ihr seht's. Ich habe jetzt schon mal den Umriss für die Base gebaut. Die ist jetzt von außen schon mal ein wenig sicherer. Noch lange nicht so weit, wie wir es brauchen. Aber ihr seht's, hier ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen sicherer. Und wir schauen mal noch, was wir in unserer Base hier haben. Beziehungsweise in diesem Kopf. Hier ist eine Kiste, Freunde, mit... Kann nur durch einen Like geöffnet werden, Freunde. Moment mal, könnt ihr mir helfen? Du kannst mir nämlich helfen. Wenn du jetzt das Video likest, kann ich diese Kiste öffnen und da wird sich irgendwas befinden, was mir auf jeden Fall weiterhilft. Komm schon, könnt ihr mir das Video helfen zu liken in 3 Sekunden? 3, 2, 1 und jetzt. Und schaut mal. Die Truhe ist aufgegangen. Was befindet sich jetzt da drin? Erstmal, danke, dass du das Video geliked hast. Komm schon, wir schauen direkt in die Kiste rein. Wir haben hier ein... Hä? Freunde, wir haben hier so eine Waffe bekommen. Was ist das denn? Die heißt A Freaking Ray Gun. Sollen wir die mal testen, Freunde? Was die so kann? Und... Oh mein Gott, Freunde. Was ist das denn für eine krasse OP-Waffe? Auf jeden Fall danke für dein Like. Sonst hätte ich die niemals bekommen. Guckt euch das mal an, Freunde. Die macht einfach... alles kaputt. Oh, Freunde, das ist eine richtig krasse Waffe. Die dürfen wir auf jeden Fall nur mit Bedacht öffnen. Also, wir haben hier Lumi im Griff. Der ist noch hier. Okay, wir machen weiter mit der Base, Freunde. Guckt euch mal diese krasse Schaufel an, die ich hier habe. Damit können wir erstmal richtig schnell hier so einen Graben aufbauen. Und dort... Wow, Freunde, das war knapp. Oh, nein, ich habe hier noch gar keine Blöcke gemacht, Freunde. Die muss ich noch einmal hier platzieren. Aber ihr habt es gesehen, mit dieser Schaufel, Freunde, kann ich richtig, richtig schnell die Blöcke abbauen. Und dadurch können wir zum Beispiel jetzt, würde ich sagen... hier so einen Lavasee reinblauen, Freunde. Denn ihr wisst ja, wichtigste bei einer sicheren Base ist immer der Lavagraben, dass da keiner durch kann. So, und wow, Freunde, was ist denn hier los? Okay, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz Lava holen, Freunde, und werden hier mal alles mit Lava auffüllen. Das heißt, einmal hier, Freunde, okay, wir haben nur 3 Eimer. Das heißt, das wird sich auf jeden Fall ein bisschen ziehen. Also, Freunde, ich würde sagen, wir fangen hier mal mit der Lava an. Das wird sich ein bisschen ziehen. Ich mache das mal eben schnell alleine. So, Freunde, ihr seht, hier ist jetzt wirklich überall Lava. Und jetzt bauen wir hier den letzten Lava-Eimer hin. Perfekt. Und die Base ist schon richtig, richtig gut. Aber natürlich noch lange nicht fertig. So, mal schauen, was wir als nächstes machen werden, Freunde. Wir haben ja noch einiges zu tun. Und schaut mal, wer ist denn das hier? Wartet mal, ist das so... Hat der so einen kleinen vorgeschickt hier, ey? Verschwinde ja. Freunde, was will der von mir? Ich habe keine Rüstung, nichts an. Was schaut der mich hier so böse an, Freunde? Oh mein Gott, schnell hier kurz rein in die Base. Nein, Freunde. Was will denn der von mir? Wir holen uns mal ganz schnell hier so eine Rüstung, weil ich glaube, der hat so einen kleinen Golem von sich vorgeschickt, dieser Mutanten-Lumi. Hallo? Oh, Freunde, Moment mal. Was will der hier von uns, Alter? Verschwinde. Oh, Freunde, was ist denn das für einer? Der ist hier richtig krass. Moment mal, Freunde. Was macht der mit mir? Haben wir noch Essen oder sowas? Sonst wird es hier richtig haarig. Und, oh, Freunde, der attackiert mich. Oh mein Gott, Freunde. Macht der jetzt hier einen Mittagsschlaf? Verschwindet mal, ihr Zombies hier. Euch möchte hier wirklich keiner haben. Alter, Freunde. Moment mal, ganz kurz was zum Essen hier rausholen. Ist hier noch irgendwas zum Essen? Ja, wir haben hier Muffins. Und, ey, Mutanten-Lumek, was ist dein Problem hier, Alter, mit uns? Wir haben dir noch nichts getan. Oh, Freunde, der... Oh mein Gott. Oh, kommt schon, nimmt das. Boah, Freunde, Moment mal. Das ist echt richtig OP hier, dieses Schwert. Und was haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir holen mal ganz schnell hier so eine Pistole, Freunde, so, dass wir die auch mal testen können. Und ey, Mutanten-Lumi, verschwind, aua, Freunde, aua, was macht ihr denn mit uns? Oh nein, Freunde, wir müssen ihn besiegen. Nimm das, komm, wir schießen den mal ab, diesen Winzling hier, diesen, oh, das, oh, Freunde, was macht der denn? Boah, den haben wir. Was willst du da hinten? Jetzt schickst du schon deine kleinen Winzlinge vorher? Kannst du nicht alleine kämpfen, Freunde? Warum steht der denn immer wieder auf? Oh, was willst du von mir? Oh, kommt schon, oh, Freunde, der kommt die ganze Zeit näher. Aua, 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 aua. Schnell wieder so ein Muffin essen, Freunde. Kommt schon, jetzt verschwinde. Oh, ich glaube, jetzt haben wir ihn, Freunde. Ach, du grüne Neune. Was war das denn? Der hat jetzt hier gerade ernsthaft so einen kleinen Rebell vorgeschickt, Freunde, um uns mal einen Besuch abzustatten. Okay, ihr merkt, Freunde, der Mutanten-Lumex ist nicht zum Spaßen hier. Wir müssen auf jeden Fall jede Minute nutzen, denn wir haben auf keinen Fall viel Zeit, Freunde. Auf gar keinen Fall. So, okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal mit der Base weiter und holen uns dafür mal ein paar von diesen Lasern, Freunde. Und ich würde sagen, ihr liebt ja die Laser. Deswegen mache ich die mal ganz kurz hier so überall hin. Laser sind immer cool und die brauchen wir auch. Das ist ganz klar, Freunde. So, kommt schon. Die machen wir überall hier hin, diese Laser. Let's go. So, und wie könnten wir denn die Base das nächste Mal bauen? So, mit diesen neuen lilanen Blöcken, Freunde, haben wir echt was richtig Neues. Das hatten wir noch nie, dass wir hier wirklich mit lilanen Blöcken arbeiten, Freunde. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir holen
holen noch mehr. Und was sind denn das hier eigentlich für Kristalle? Wow, Freunde, wartet mal. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Ist das etwa ein unsichtbarer Block? Hallo? Ist hier jemand? Freunde, schaut mal. Wir können durch diesen Block runtergehen. Und was ist denn in diesem Raum hier drin? Freunde, hier ist eine Krone. Wartet mal, sollen wir uns die mal ganz kurz aufsetzen, Freunde? Wow, was, wer seid ihr denn hier, Alter? Geht mal weg hier, Freunde. Ach du grüne Neune, was war das denn? Auf jeden Fall haben wir jetzt so eine Krone und sind jetzt schon mal ein König. Dann haben wir hier noch einen krassen Bogen und Goldäpfel, Freunde. Wow, also ich muss sagen, hier passiert echt jede Minute irgendwas Krasses Neues. Aber ich muss jetzt erstmal die Base weiterbauen, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir müssen jetzt hier noch die letzten 1, 2, 3, 4 Laser platzieren, Freunde. Und dann sind die Laser schon mal alle platziert. Das ist schon mal richtig cool. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter, Freunde. Was haben wir denn noch? Diese Tür nervt mich irgendwie ein wenig. Was haben wir denn noch, Freunde? Wir haben Kaktus, Obsidian und das würde ich sagen, machen wir als nächstes, Freunde. Kommt mal mit. Ich habe da schon eine richtig, richtig coole Idee. Denn ich möchte ja die Base immer mit euch zusammenbauen. Deswegen brauche ich immer diese Ratschläge. So, wir machen jetzt erstmal hier drumherum eine Obsidian-Schicht, Freunde. Also, das ist ja noch alles bislang ganz normal. Das heißt, einmal hier komplett Obsidian hinbauen. So, ich glaube, das sieht schon mal gut aus. So, einmal hier komplett Obsidian hin. Sehr schön. Und, Freunde, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich hier noch einmal hier das alles wegmachen, Freunde. Und jetzt kommt das Besondere. Denn hier machen wir jetzt kein Obsidian mehr hin, sondern, Freunde, eine Schicht voller Sand. Und ihr wisst ja, Freunde, auf Sand kann man dann richtig stachelige Kakteen draufsetzen. Das heißt, ich zeige euch mal, wie das gleich aussehen soll. Aber vorher muss ich hier mal ganz kurz rüber. Und wir holen uns erstmal ein paar Kakteen. Freunde, diese Tür geht immer auf und wenn ich dann wieder komme, geht sie zu. Das ist voll unfair, Freunde. Aber naja, wir kriegen es schon hin. Einmal jetzt hier die Kakteen holen. So, und wow, einmal so, Freunde. Und jetzt möchte ich hier überall Kakteen hinplatzieren. Ich würde sagen, das sieht richtig, richtig cool aus, Freunde. Und in die Zwischenräume, das heißt, nicht hier auf, Freunde. Wir müssen es zwei breit machen. Das heißt, wir platzieren hier jetzt überall diese Spikes und platzieren jetzt hier nochmal eine Sandschicht hin, Freunde. Und platzieren jetzt hier überall Kakteen. So. Das heißt, wir bauen das einmal noch ganz in Ruhe ab. Und jetzt kommen hier Kakteen hin, Freunde. Hier, hier, hier und natürlich hier. Also nicht wundern, das dauert jetzt noch ganz kurz. Und das sieht im ersten Moment auch voll unordentlich aus. Aber ich baue das jetzt mal ganz kurz in Ruhe hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, das hier hat alles ewig, ewig lang gebraucht. Und Lumex, warte, wir holen dich hier bald raus. Haltet durch, Freunde. Also, wir bauen jetzt hier erstmal noch alles mit den Spikes voll. So, dann ist das schon mal gesichert und ihr seht's, Freunde, das hat ewig gebraucht. Ich habe jetzt hier alles voll mit Sand gemacht und jetzt müssen wir hier überall noch Kakteen hinbauen. Das heißt, einmal hier, hier, hier und ich glaube, dort hinten müssen auch noch ein paar Spikes hin. Und wenn ich diesen Mutanten Lumex da hinten schon ansehe, Freunde, er sieht so böse und gemein aus, aber das kriegen wir hin, kommt schon, Freunde. Also, wir machen jetzt hier überall Kakteen hin, super. Und hier fehlen ja auch noch Spikes, Freunde. Moment mal, so. Und ich glaube, jetzt ist die komplette Base mit diesen Spikes umzingelt. Aua, Freunde, das ist ja, das hat voll weh gerade. Aber ich zeige euch das mal ganz kurz von oben, wie die Base jetzt aussieht, Freunde. Ich bin jetzt schon zum Teil zufrieden. Es fehlen noch einige Dinge, zum Beispiel hier oben muss noch irgendwas hin. Wir brauchen noch ein paar Geschütze, Freunde. Aber ihr seht, der Lumex-Kopf ist dadurch schon mal ein bisschen gut gesichert. Aber da kommt noch einiges auf uns zu, Freunde. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier überall Kakteen hin. So, Freunde, sehr schön. Einmal komplett um die Base hier herum. Und dadurch kommt man ja gar nicht mehr in die Base gefühlt rein. Also zumindest, wenn man nicht weiß, wie man reinkommt, Freunde. Aber das muss ja auch so sein. Denn dieser Mutanten-Lumex, Freunde, der hat's ordentlich in sich. Moment mal, Freunde. Wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht hat er sich ja beruhigt. Also vielleicht, ganz, ganz vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Aber Freunde, der hat so blutrote Augen und ich bekomme hier Schaden die ganze Zeit. Aua, aua, aua. Was ist das? Wie greift der uns an? Greift der uns mit seinen bösen Gedanken an, Freunde. Schaut euch den mal nochmal einen Ticken genauer an. Der hat hier überall so Blut und so rote Augen. Darauf lassen wir uns nicht ein, Freunde. Wir lassen den jetzt. Wir machen jetzt unser Ding. Das heißt, wir werden überall hier noch weitere Kakteen hinbauen. So, sehr schön. Und danach würde ich sagen, machen wir dieses ganze technische Zeug. Also wir bauen danach Kameras überall hin und so weiter. Und dafür würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier wieder in die Base rein. Moment, das heißt hier. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz rein und haben wir denn, oh, Synthi, diese Tür,
So, haben wir hier denn noch irgendwelche Kameras? Ja, Freunde, Kameras sind immer sehr, sehr wichtig und Panikknöpfe brauchen wir auch, genauso wie den Alarmknopf. Das heißt, wir bauen hier erstmal zwei Alarmknöpfe rein, das ist schon mal wichtig. So, und ich würde sagen, die anderen Alarmknöpfe bauen wir hier hin und hier hin, Freunde. Dann hören wir immer zumindest alles und hier kommt jetzt die erste Kamera hin. Dann würde ich sagen, Freunde, bauen wir hier noch so einen Block zur Seite. Das heißt hier und dann nochmal einen Block zur Seite und hier, Freunde, kommen Kameras hin. Let's go, Freunde. Ich finde, das wird alles schon richtig, richtig gut und hier kommt auch nochmal eine Kamera hin, Freunde. Die verbinde ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich platziere jetzt noch einmal hier überall diese Eisengitter, Freunde. Sehr schön, dass hier auch oben alles wirklich gesichert ist und ich zeige euch mal, wie das jetzt mit den Kameras aussieht, Freunde. Ich habe jetzt hier diesen Monitor und wenn ich da reinschaue, sehe ich immer, Freunde, wartet mal, ist hier wieder so ein komischer Mini-Mutant oder was? Hat er wieder so einen Mini-Mutanten vorgeschickt, der Mutanten Lumex? Moment mal, Freunde, das schauen wir gleich mal nach und nee, das kann doch nicht sein. Der schickt doch nicht nochmal so einen kleinen Mutanten hin, der hat doch gerade eben schon keine Chance gehabt, Freunde. So, das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal alles hin. So, ganz gemütlich. So, alles gemütlich. Ey, was willst du? Verschwinde. Ich nehme mal meinen neuen Bogen, Freunde. Und boah, was ist dein Problem, na? Was? Oh, guck mal, Freunde, er läuft schon gegen den Kaktus. Wenn der schon so doof ist, will ich nicht wissen, wie doof der andere ist, Freunde. So, was will denn der hier von mir, Freunde? Keine Ahnung. Ey, aua, was ist das denn? Was ist denn jetzt mit ihm los, Freunde? Was macht der? Hat der mich gerade ernsthaft da runtergehauen? Oh, Freunde, mal, vielleicht sollten wir den doch nicht so unterschätzen. Deswegen bauen wir mal schnell diese Base hier fertig, bevor wir gegen den Riesenmutanten Lumex kämpfen. Und so, das heißt, haben wir noch mehr von diesen Teilen? Nee, ey, verschwinde, Alter. Verschwinde, du komischer Mini-Lumex. Hier, verschwinde. Boah, Freunde, gut, dieser Bogen, ihr merkt, der ist echt richtig OP. Haben wir noch ein paar Zäune, ist die Frage. Kommt schon, einmal hier die Türe öffnen. Dann noch was essen. Lecker, lecker, lecker. So einen komischen Muffin. Und ja, Freunde, hier haben wir noch Zäune. Und die brauchen wir auch. Denn ohne die Zäune kriegen wir das alles nicht hin. So, einmal hier jetzt die letzten Eisengitter platzieren, Freunde. Und ey, was ist das denn? Jetzt geh mal endlich weg hier von mir. Wir können dich hier nicht abhaben, Alter. So, Freunde, okay. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier rein. Okay. Und haben wir denn sonst noch Sachen, die wir platzieren müssen? Ja, Freunde, wir haben hier noch Geschütze und wir haben hier noch so ein paar Sachen, die einfach in die Base müssen, um das alles sicherer zu gestalten. Aber als erstes würde ich die... Freunde, kann der sich... Wow, der schlägt mich hier ernsthaft durch das Gitter durch, oder was? Was fällt dem eigentlich ein? Der ist ja richtig gemein. So, einmal hier durch, Freunde. Und ich würde sagen, wir platzieren jetzt einmal hier Geschütze hin. So, und ja, Freunde, unser Geschütz attackiert diesen Mutanten Dumi und es wird dunkel, Freunde. Ich glaube, wir sollten uns jetzt schlafen legen, bevor endlich der große Mutanten Lumex kommt. So, verschwindet jetzt. Und ihr auch hier, ihr blöden Zombies. Das heißt einmal, ey, guck mal, hier, mach mal was, Geschütz hier. Für was habe ich dich denn, Freunde? Ihr seht, es ist schon wieder dunkel. Das heißt, hier noch ein Geschütz hin. Und Freunde, die können doch jetzt mal alle weggehen. Der fliegt. Warum fliegt denn der Zombie? So, okay, Freunde. Aua, aua. Von wem werde ich denn jetzt abgeschossen hier? So, das heißt, wir machen uns jetzt mal Bett fertig, Freunde. Und dann melden wir uns morgen, wenn es soweit ist und der Kampf losgeht. Oh, Freunde, das war eine wirklich kurze Nacht. Haben wir denn den Kameramonitor, Freunde? Der Kameramonitor, ist er das? Moment mal, wir schauen mal ganz kurz. Ja, Freunde. Oh, nee. Freunde, schaut mal, wer da ist. Hier ist Mutanten Lumex und nicht nur einer. Hier ist der Riese und er hat noch ganz viele von diesen Kleinen mitgenommen, Freunde. Okay, also, wir machen jetzt eine Planbesprechung, Freunde. Du und ich, wir schaffen das. Das heißt, wir gehen jetzt raus, haben keine Angst, holen uns noch ein paar von diesen Waffen. Moment, hier, nehmen uns hier nochmal so ein paar Waffen mit, Freunde. Und dann, hoffen wir, oder? Noch einen Goldapfel nehme ich mir auch noch raus. Den essen wir und jetzt geht's los, Freunde. Also, seid ihr bereit für den ultimativen Kampf gegen den Mutanten Lumex? Ich bin's auf jeden Fall. Also, kommt her, Freunde. Den schnappen wir uns. Boom. Und ja, Freunde, let's go. Kommt schon, die holen wir uns. Und wo, Freunde, hier sind ja noch mehr von denen. Und wir haben diesen Tornado-Schwert. Und Freunde, let's go. Guck mal, der eine ist schon in der Lava. Let's go, Freunde. Kommt schon, ihr Mutanten Lumex. Alter, was wollt ihr von mir?
Kommt schon, Freunde, die holen wir uns. Das machen wir gut. Das machen wir richtig gut. Und nein, 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 guck mal, Freunde, der macht irgendwelche Schreie. Okay, 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 Freunde, der hat mich gerade durch die Wand gehauen. Das heißt, wir nehmen nochmal ganz kurz den goldenen Apfel. Und was ist denn das für ein Riesenteil, Freunde? Kommt schon, ich würde sagen, wir probieren was. Und zwar, wow, probieren wir den mal hier so wegzuschleudern. Schaut euch das mal an, Freunde, wie wir den... Oh, den erwischen wir nicht richtig. Okay, Freunde, das war ein Fehler, jetzt hier gerade rauszugehen. Das war ein Riesenfehler, hier gerade wegzugehen. Kommt schon, nimm das. Nimm meine Tornados, die schleudern in den... Oh, Freunde, nein, 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 wir wurden hier runtergestoßen. Kommt schon, Synthi. Das müssen wir machen, das müssen wir machen. So, einmal hier. So, let's go, Freunde, jetzt haben wir sie. Die haben wir jetzt, komm, jetzt mit dem Tornado sie wegschlagen. Freunde, guck mal, wie cool dieser Tornado ist. Boah, Freunde, nein, 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 nein. Jetzt müssen wir attackieren. Wir müssen attackieren und, wow, Freunde, wir fliegen und... Oh, ich kann ja wegfliegen mit meinem Schwert hier. Schnell, Freunde, oh, schnell in die Base zurück. Okay, ihr merkt, mit den Leuten ist auf jeden Fall nicht zu spaßen hier. Und, ey, wo, von wo? Und guck mal, Freunde, die attackieren sich gegenseitig. Was ist denn jetzt los? Mutanten Lumix gegen den Anführer, oder was? Freunde, nein, guck mal, was macht denn der? Wie krass, das habe ich ja niemals mit gerechnet, dass die sich jetzt gegenseitig attackieren. Aber wir, würde ich sagen, holen uns jetzt erstmal den Mutanten Lumix hier, den Riesen. So, wir fliegen hier hoch und, Freunde, wie kann denn der einen immer schlagen hier? Boom, nimmt das. Okay, und hier unten sind die anderen. So, okay, Freunde, ich glaube, wir machen das eigentlich, aua, Freunde, der tut mir echt ordentlich weh. Komm schon, also, erst einmal die hier noch und, Freunde, guck mal, was machen die denn hier? Nein, 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 jetzt habe ich mich runtergehauen, jetzt haben die mich runtergehauen, ich muss weg. Nein, 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 ich habe nur noch 3 Herzen, Freunde, ich muss ganz schnell was essen, Freunde, wir müssen kurz in die Base, ganz kurz entspannen, denn wir haben nur noch 2 Herzen, Freunde, was machen wir? Ihr seht, wir attackieren die schon die ganze Zeit, aber wir kriegen die einfach nicht zerstört, die sind einfach viel, viel zu gut. Was könnten wir denn da am besten machen? So, mal gucken, Freunde. Wir gehen noch mal ganz kurz hoch und... Nee, wir müssen noch was essen, Freunde. Sonst haben wir wirklich keine Chance. So, aua, der... Guck mal, der haut mich wieder durch die Wand hier. Freunde, wir gehen jetzt hoch. Wir kämpfen jetzt gegen den Mutanten Lumix. Komm, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir holen den uns jetzt. Aua, aua, aua. Ah, Freunde, guck mal, der schlägt mich sogar durch die Luft hier, Alter. Was ist das? Das ist ja voll unfair. So, nein, ich habe nur noch 2 Herzen, Freunde. Was ist denn hier los? Nein, nein, Freunde. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Ich kann auch nichts mehr essen. Irgendwie werde ich die ganze Zeit geschlagen. Was ist denn los? Ich habe jetzt mal noch ganz schnell hier die Seite gewechselt, Freunde. Was sollen wir denn machen? Wir holen den uns jetzt. Kommt schon, Freunde. Aua, aua, aua. So, nimm das, Mutanten Lumix. Aua, komm, den holen wir uns. Na, nein, Freunde, es wird eng, nein. Freunde, Freunde, schaut mal, wer hier ist. Das ist Mutanten SpongeBob. Der möchte die komplette Stadt angreifen. Ey, Mutanten SpongeBob, verzieh dich hier. Nein, lass mich in Frieden, Alter. Geh weg. Nein, wir müssen weg, Freunde. Und der hat seine ganze Patrick.exe-Armee dabei. Nein, Freunde, wir haben noch 2 Herzen. Weg, Synthi, weg, weg, weg. Wir haben nicht lange Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bin ich hier denn gelandet? Ich glaube, hier bin ich erstmal sicher, Freunde. Wartet mal, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht mir aus, als wäre ich irgendwie in einer Super Mario-Welt. Wartet mal ganz kurz, du musst mir mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Kennst du Super Mario? Wenn ja, lass mal ein Like da in 3 Sekunden. Denn jeder, der Mario und Luigi kennt, muss mal ein Like da lassen. Also, 3... 2, 1, jetzt. Wow, so viele Mario-Fans hier. Und Freunde, guckt euch das mal an. Das ist einfach ein komplettes Mario-Schloss. Und dort hinten ist Mutanten-SpongeBob. Wir haben nicht viel Zeit, uns vor ihm zu schützen. Und hier sind meine Freunde, Mario und Luigi. Hallo Mario, Luigi, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Nicht wundern, Freunde. Die sehen ein bisschen böse aus, aber die sind so, so lieb, die beiden. Mario, Luigi, könnt ihr mir helfen? Mutanten-SpongeBob möchte mich angreifen. Wir helfen dir. Keine Frage, bedien dich an allem. Natürlich, Freunde, wir haben hier eine Kiste mit Werkzeug und Waffen. Okay, Freunde, die nehmen wir mal hier raus. Und was sagt Luigi? Oben ist Peach gefangen. Sie hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Es wird eng. Freunde, ihr habt's mitbekommen. Wir müssen Mutanten SpongeBob unbedingt besiegen, um die Stadt zu retten und auch vor allem um Prinzessin Peach zu retten. Ihr seht sie hier oben, Freunde. Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier oben ist Prinzessin Peach gefangen. Oh Mann, und sie hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich brauche deine Hilfe bei diesem Abenteuer, denn alleine schaffe ich das auf keinen Fall. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der sichersten Base. Und so, wir bauen uns hier erstmal so einen kleinen Graben drumherum, denn wir brauchen natürlich, ihr kennt ja diese ganzen Mario-Schlösser, wir brauchen unbedingt einen Lavagraben drumherum.
rum und ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal in Ruhe ganz alleine, Freunde, und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, schaut es euch mal an. Jetzt fehlen hier nur noch so 2 bis 3 Lava-Eimer. Die holen wir uns hier noch alle eben runter und schaut es euch mal an, Freunde. Nun haben wir den ersten Lavagraben um dieses Mario-Schloss gebaut, Freunde, und ich würde sagen, wir machen einfach gleich noch einen zweiten drum. Und dieses Video ist was ganz Besonderes, Freunde, denn meine Freunde Mario und Luigi helfen mir, Freunde, und die habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen, denn wir müssen irgendwie diesen Mutanten SpongeBob besiegen. Und schaut mal, was ich hier gefunden habe, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier gibt es so ein Rohr. Ich weiß nicht, in welche Dimension das geht, aber da steht nicht betreten. Sollen wir das nachher mal betreten? Ich weiß, da steht, wir dürfen das nicht machen, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie wäre es ja schon cool herauszufinden, was es damit auf sich hat, oder, Freunde? Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal weiter und bauen diesen Lavagraben einfach noch eine Schiene weiter, also noch einen Block weiter. Dann sieht der nämlich noch viel krasser und gefährlicher aus, dieser Lavagraben. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt nochmal ganz kurz. Und danach, Freunde, kommen wir zu den krassen Sachen. Und zwar zu den Lasern, zu den Spikes und so weiter, Freunde. Dann machen wir das Schloss richtig, richtig sicher. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, schaut es euch an. Jetzt habe ich den Lavagraben nochmal um einen Block erweitert. Und das sieht jetzt schon viel, viel gefährlicher aus. Aber ich würde sagen, jetzt müssen wir das Gerüst bauen um unsere Base herum. Und dafür haben wir diese super coolen Mario-Blöcke. Ich weiß gar nicht, hast du sowas überhaupt schon mal gesehen, dass es solche Mario-Blöcke in Minecraft gibt? Währenddessen nicht da hinten dieses Monster sehe. Mutanten SpongeBob, wehe. Du kommst dieser Base noch einmal zu nahe. Meine Freunde Mario und ich werden dich vernichten. So, und danach lässt du bitte Peach wieder frei. Boah, Freunde, auch seine Patrick.exe-Armee ist dabei, Freunde. Egal. Wir dürfen auf jeden Fall uns nicht ausruhen und müssen ganz schnell weiterbauen, Freunde, denn wir haben nicht so viel Zeit. Erst einmal machen wir jetzt einmal hier so einen kleinen Weg rüber, dass wir hier auch sicher rüberkommen. So, Freunde, so, ihr seht's. Das ist schon mal wichtig. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um die Umrandung. Das heißt, wir gehen einmal, sag ich mal, bis ungefähr so hierhin hoch. Ja, das sollte eigentlich passen. Vielleicht kann man auch noch einen Block wegmachen. Sagen wir mal so. Und jetzt gehen wir einmal komplett rüber, Freunde. Ich liebe es ja, coole und sichere Basen zu bauen. Aber noch mehr liebe ich diesen Kampf danach dann. So, okay, jetzt haben wir das hier. Und ich würde sagen, Freunde, das sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus. Natürlich müssen wir jetzt auch noch diesen Block in diesem Mario-Block bauen, denn sonst ist es ja nichts Halbes. So, Freunde, einmal hier nämlich rübergehen. So, ich sag's mal bis hier ungefähr, Freunde. Das sieht doch dann eigentlich schon mal ganz schön cool aus. Und dann kommen hier in die Mitte noch Laser, dann noch Spikes, Freunde. Ich würde sagen, da haben wir noch einiges vor uns vom heutigen Video. Aber wir machen das, Freunde, und wir werden auch gleich in dieses Rohr gehen und wir schauen auch mal gleich, wie es Prinzessin Peach geht. Moment. So, erst einmal bauen wir aber diesen Block jetzt hier weiter durch. So, komm schon, Synthi, Beeilung, Beeilung. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Also, das wird auf jeden Fall schon mal cool. Ich würde sagen, dann bauen wir jetzt einmal hier so eine kleine Mini-Treppe provisorisch schon mal hin, also ganz kurz. So, und, oh, Synthi, so, hier und, oh, Freunde, schaut mal, wir bekommen hier oben solche Mario-Münzen. Wie cool, jetzt haben wir schon 20 Coins und hier ist Prinzessin Peach gefangen. Prinzessin Peach, wir werden dich auf jeden Fall retten. Halt durch, ich probiere mal, kann ich ihr... Oh, Freunde, ich kann ihr leider kein Essen zuschmeißen. Sie hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Egal, wir beeilen uns, Prinzessin Peach, kommt schon. Wir nehmen aber nochmal ganz kurz diese Coins hier mit. Die sind eigentlich ganz cool, Freunde. Und naja, ich mache jetzt erstmal mit dem Gerüst hier weiter und dann sehen wir uns gleich danach wieder. So, Freunde, ein bisschen Geduld ist noch angesagt. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was ich jetzt bislang in der Zwischenzeit hinbekommen habe. Und zwar, aua, diese Spikes tun weh. So, habe ich jetzt hier einmal diese Wand gebaut, Freunde. Und zwar habe ich die noch ein bisschen größer gesetzt und mache jetzt hier so ein cooles Schlosstor hin, Freunde, mit so, wo haben wir denn so Eisenzaun? Und dann geht es natürlich einmal hier komplett um die Base herum. Das Gute ist, dass unsere Base jetzt nicht so unglaublich riesig ist. Das heißt, wir kommen hier ganz schnell vorbei und können hier einmal die ganzen Blöcke besetzen. Das heißt,
Einmal so überall die Blöcke hin. So, und hier jetzt auch wieder alles zumachen, Freunde. Richtig, richtig cool. Und dann würde ich sagen, schaut mal, wir haben hier oben die Spikes und da können wir uns gleich noch entscheiden. Da brauche ich wieder deine Hilfe, denn du kannst entscheiden. Sollen wir lieber Spikes platzieren oder Laser? Schreib es mal in die Kommentare. So, dann kann ich das nächste Mal ändern. Hallo, Freunde. Mario, Luigi, was ist los? Und guck mal, Freunde, wartet mal. Schaut mal, hier ist eine Rüstung. Ich glaube, die ziehe ich einfach mal an, oder? Das ist eine Mario-Rüstung für mich, Freunde. Jetzt sehe ich auch aus wie Mario. Findet ihr mich so cooler oder als normaler Synthi? Freunde, keine Ahnung. Ich finde beides ziemlich lustig. Und hier haben wir gleich noch Waffen für später. Aber, naja, jetzt geht es erstmal darum, die restlichen Sachen hier weiter mitzunehmen, Freunde. Und ich würde sagen, da lassen wir auf jeden Fall keine Zeit verfliegen. So, wo sind denn diese restlichen Blöcke hier? So, das heißt, einmal hier weiter alles zubauen. Komm schon, ja. So, und jetzt alles wieder hier runter machen. So, ich würde sagen, eine Reihe bauen wir noch. Und danach sehen wir uns dann eben gleich wieder. Erstmal hier die Spikes noch hinbauen. Check, das sieht cool aus. So, und... Oh, aua, aua, aua. Leute, ich habe gerade einfach 3 Herzen verloren, weil ich in meine eigenen Spikes gelaufen bin. Das kann man sich doch auch nicht ausdenken. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich baue einmal den kompletten Umrandung von der Base fertig und dann brauche ich dich. Denn danach habe ich was Besonderes vor. Also, bleib unbedingt dran. So, Freunde, jetzt die letzten Spikes. Und ihr seht, die Base ist von außen jetzt hier, was das angeht, echt schon ziemlich, ziemlich sicher. Natürlich müssen wir hier noch ein paar Laser machen, aber vorher möchte ich euch was zeigen. Denn ich habe eine richtig coole Sache, die ich jetzt mit dir bauen möchte, die wir so noch nie richtig gemacht haben. Und zwar kommt mal mit. Wir haben hier nämlich in unserem Inventar, nicht in unserem Inventar, sondern hier, ein paar Sachen. Einen Werfer, Feuerkugeln und einen Schalter. Und zwar möchte ich jetzt einfach hier, von hier oben quasi, ich sag's jetzt mal ungefähr so von der Höhe, sagen wir doch hier die Höhe ungefähr, möchte ich jetzt so einen Werfer platzieren und anschließend hier einen Schalter. So, Freunde, und wenn ich jetzt hier eine Feuerkugel reinmache und drauf diesen Schalter drücke, können wir jetzt einfach schon Mutanten SpongeBob attackieren, Freunde. Schaut mal, nehmt das, Mutanten SpongeBob. Da freue ich mich auf jeden Fall nachher, das richtig oft zu machen, Freunde. So, den Schalter wieder umklappen. Und das gleiche habe ich jetzt hier auch nochmal gemacht, Freunde. Und das funktioniert auch. Oh, Freunde, hier fehlt die Munition. So, und auch hier klappt das. Das heißt, wir sind auf jeden Fall richtig bereit nachher, um diesen Mutanten SpongeBob richtig einzuheizen. Sehr gut, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das, worauf ihr auch schon die ganze Zeit wartet, Freunde. Wir gehen in diese nicht betreten Rohr rein. Ich weiß ja nicht, was es damit auf sich hat, Freunde. Okay, ich würde sagen, nicht betreten, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich da jetzt wirklich reingehe, das könnte, Freunde, das könnte lebensgefährlich sein. Ich könnte da vielleicht sterben. Und das wollen wir ja wirklich alle nicht. Also hoffe ich zumindest. Mir egal, wir probieren es, Freunde. Wir gehen in dieses Rohr rein. 3, 2, 1. Los geht's, Freunde. Wow, Freunde. Wo sind wir hier gelandet? Wir sind irgendwie in so einer anderen Dimension. Meine ganzen Sachen sind auch weg. Boah, ich hoffe, die kommen gleich wieder. Und hier sind solche Sterne. Komm, Freunde, wir nehmen uns mal so einen Super Mario Stern weg und gehen wieder ganz schnell zurück, bevor hier irgendwas passiert. Ich hoffe, dass meine Sachen auch gleich wieder da sind, Freunde. Puh, aber schon cool. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber so ein Stern, der kann uns bestimmt helfen im Kampf später. Kommt schon, wir gehen wieder zurück. 3, 2, 1 und zurück. Und damit sind wir wieder zurück in unserer Welt, Freunde. Und schaut euch an, wir haben jetzt einfach diesen Superstar bekommen, einfach diesen Stern von Mario. Und ich würde aber sagen, Freunde, das benutzen wir erst später. Deswegen verstauen wir den erstmal in der Kiste und den nehmen wir später, wenn es eng wird im Kampf. Und wartet mal ganz kurz, haben meine Freunde Mario und Luigi hier diesen Lavagraben weitergebaut? Wie cool ist das denn, Freunde? Denn jetzt ist das Ganze noch sicherer. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier einen Mix gleich noch aus Lasern hin. Aber hier ganz vorne machen wir auf jeden Fall solche Spinnweben noch hin, Freunde. Sehr cool. Und ich glaube, mit diesem Stern, Freunde, sollten wir eigentlich gar keine Probleme haben, gegen dieses Monster namens Mutanten SpongeBob zu gewinnen, Freunde. Dieser kleine Bösewicht, den kriegen wir hin. So, aber dafür müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun, Freunde, und zwar die Base noch versichern. So, Moment, das heißt so, einmal hier ist alles zu. Sehr gut, Freunde, das sieht toll aus.
Perfekt. So, Moment, ich brauche noch ein Schwert. Ich habe nämlich hier einen kleinen Fehler gemacht beim Bauen, Freunde. Wir nehmen uns einfach mal kurz dieses Schwert hier raus. Sehr gut, Freunde. Und ich würde sagen, unsere Base wird wirklich von Minute zu Minute sicherer. Und durch diese Spinnenweben kommt einfach keiner durch, Freunde. Aber jetzt kommt das Wichtige. Und zwar habe ich jetzt die Qual der Wahl. Entweder machen wir Laser oder diese Eisenzäune in die Mitte, Freunde. Und wo sind denn meine Laser? Ey, Luigi, Mario, ganz kurz. Habt ihr die Laser gesehen? Ach, hier sind sie in der Kiste, Freunde. Okay, ich zeige euch jetzt mal zwei Varianten. So, das heißt einmal hier und einmal hier. Und das hier kann natürlich gleich wieder weg. Oder, Freunde, na, ich weiß nicht, dafür müssen wir den unteren Block dann, glaube ich, wieder wegmachen. Das heißt, so wäre einmal die Möglichkeit und so. Oder wir machen das natürlich einfach alles mit diesen Sachen hier, Freunde. Keine Ahnung. Ich würde es sehr gern wissen. Ich entscheide mich jetzt gleich für was. Du kannst ja in die Kommentare schreiben, was du genommen hättest. Ich finde eigentlich beides ganz cool. Aber, oh, Freunde, das ist schwierig. Ich würde sagen, ich überlege mir jetzt was und dann sehen wir uns gleich wieder. Leider ist es ja kein Livestream, wo ihr mit mir live chatten könnt. Aber mal gucken, für was du dich entschieden hättest. Freunde, ich habe mich für die Laser entschieden. Schaut's euch an. Wir haben jetzt überall um diese coole Base herum so richtig frische Laser, Freunde, und auch so gefährliche Laser. Ich würde sagen, Prinzessin Peach, wir sind auf dem besten Weg, dich zu retten. Ich weiß, du hast schon lange nichts mehr gegessen, du bist fast am Verhungern, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, Freunde. Wir haben nämlich nicht mehr lange Zeit. So, und ich würde sagen, das hier machen wir jetzt einmal hier noch so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Freunde, dass wir einfach alle von euch quasi glücklich machen, mache ich jetzt dieses Tor dann mit diesem Eisenzaun. Das heißt quasi, die Leute, die jetzt für den Eisenzaun gestimmt haben, bekommen dann einfach diesen Eisenzaun. Dass jeder fair beteiligt wird, Freunde, würde ich sagen. Oder ist das ein fairer Deal? Ich kann es leider nicht allen immer recht machen. Aber ich denke, das sollte so in Ordnung sein. Oder, Freunde, ich gebe natürlich immer mein Bestes, dass alle zufrieden sind. So. Aber jetzt geht es erstmal hier drum, einfach mal dieses Zaun hier drum zu machen, diesen Eisenzaun. Und schon haben wir jetzt dieses Eisenzaungitter als Tor, Freunde. So habe ich mir das vorgestellt, oder? Ich denke, da sind wir jetzt alle mit zufrieden, Freunde. So, unsere Base wird wirklich von Minute zu Minute cooler. Und ich überlege gerade, was man hier noch ändern könnte. So, Freunde, ich habe mir natürlich noch ein paar Gedanken gemacht. Und manche Sachen dürfen einfach in so einer sicheren Base nie fehlen. Denn nur durch den Alarm bekomme ich mit. Wo können wir denn den am besten hinplatzieren? Ich würde sagen, den Alarm platzieren wir einfach mal hierhin auf dem Boden, ist eigentlich ganz cool. Dann kriegen wir das mit, Freunde, weil ich kann gegen diese Mario-Blöcke das irgendwie nicht setzen. Ich weiß auch nicht, warum. Also, wir brauchen auf jeden Fall richtig viel Alarm, Freunde, so, dass wir das mitbekommen. Dann einen sogenannten Panikknopf. Den setze ich einfach neben meinem Bett. Das heißt, Freunde, wenn ich jetzt gleich schlafe... Ey, was tuschelt ihr beiden denn, Freunde? Die beiden tuscheln. Wer flüstert, der lügt, sagt man doch bekanntlich. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mich hier hinlege, kann ich links direkt den Panikknopf drücken, Freunde, um mich zu retten. Und dann würde ich sagen, ihr wisst alle, hey, Mutanten-SpongeBob, du großer Fiesling, komm doch her. Was auch nie fehlen darf bei keiner sicheren Base, Freunde, das sind einfach die Überwachungskameras. Das heißt, wir platzieren hier eine hin, dann hier noch eine und hier noch eine und hier, Freunde. Und die verbinde ich jetzt alle mit meinem super coolen, schlauen Computer. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich nenne mal das Kind beim Namen. Machen wir uns langsam bereit für den Kampf, oder? Wir ziehen uns unsere Rüstung an, holen unsere Waffen und dann müssen wir uns auch schon fast ins Bett legen. So, okay, also Kameras sind platziert. Und dann würde ich sagen, komm hier einfach noch so ein Geschütz hin, Freunde. So, perfekt. Perfekt, Freunde. Also hier die Geschütze. Ich würde sagen, dann machen wir hier den Spinnwebenblock einmal weg. So. Und hier noch einmal weg. So, Freunde. Dann haben wir hier nochmal so 4 Geschütze. Und ey, Freunde, wir haben hier unerwarteten Besuch. Alter, Freunde, haben die mich hier gerade erschrocken. Das war richtig krass. So. Und ich würde sagen, ey, wir wollen nichts kaufen. Verschwindet. Verzieht euch. So. Und dann denke ich eigentlich, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Freunde, was will denn dieser Mutanten-Mario hier, Patrick hier, nicht Mario, geh mal weg hier, Alter. Freunde, ach du grüne Neun, als ob es jetzt schon losgeht, nie im Leben, es kann doch nicht losgehen. Ach, schnell,
Oh, Freunde, was machen die denn? So, verschwindet, zieht Leine. So, Freunde, wir wollen euch noch nicht. Wir sind noch nicht fertig mit der Base. Aber, Freunde, guckt euch mal an, wie eklig die aussehen und wie gefährlich. So, nehmt das hier. Wie viel Leben haben die denn, Freunde? Ich würde sagen, wir testen einfach mal kurz eine Waffe von uns. So, wir nehmen einfach mal kurz hier die Shotgun, Freunde. Also, die wird immer gut sein. So, boom, boom. Boom, alter Freunde, die haben ja richtig viel Leben, ey. Was ist das denn für eine Armee? Damit habe ich nicht gerechnet, dass die wirklich so stark sind. So, Moment, zack, zack. Boah, Freunde, ich glaube, wir müssen einfach nochmal so eine Waffe testen. Das ist ja richtig krass. Also die Shotgun können wir schon mal nicht so empfehlen, Freunde. So, nehmt das jetzt hier. Bam, 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 bam. Synthi lässt euch niemals rein. Freunde, guckt euch mal an. Wie krass sind denn diese Mobs heute? Gegen die wird's richtig schwierig. Also da dürfen wir uns keine Fehler erlauben. So, nehmt das hier, Freunde. Wie lange leben die denn? Ja, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Viel können die nicht mehr haben hier, oder? Das ist doch, ja. Okay, den nächsten haben wir, Freunde. Komm, Mutanten Patrick. Du bist als nächstes dran. So, ich würde sagen, Freunde, wir machen mal was Cooles. Und zwar schauen wir die jetzt so in die Lava hier rein, oder? So, okay, Freunde, das war auf jeden Fall richtig, richtig schwierig. Aber wir haben es doch irgendwie geschafft. Und ich glaube, unsere Base ist soweit jetzt eigentlich auch in Ordnung. Das heißt, wir machen jetzt hier die Eisentore zu, Freunde, und rüsten uns nun aus für den Kampf. So, jetzt kommt hier auch keiner mehr rein, Freunde, und jetzt rüsten wir uns aus. Das heißt, wir machen hier alles weg und die Base könnten wir natürlich schon noch ein bisschen hier upgraden. Hier so ein paar coole Sicherheitsblöcke hin. So, und den Rest, würde ich sagen, der kann verschwinden, Freunde. Wir haben zur Auswahl natürlich ein paar Sachen. Wir haben dieses Schwert, nehmen wir mit. Dann unseren Superstar, Freunde. Den müssen wir auf jeden Fall mit Bedacht benutzen. Also, der ist nicht für alle Sekunden was. Dann haben wir hier richtig viele Waffen, Freunde. Und ich würde sagen, jetzt legen wir uns schlafen. Und wenn wir morgen aufwachen, gibt es diesen krassen Kampf gegen Mutanten SpongeBob, Freunde. Kommt schon, bis morgen. Oh, Freunde, ihr hört's, der Alarm klingelt. Da sind wir. Mutanten Mario, Mutanten Luigi. Ihr hört's. Es geht los. Wir müssen uns bereit machen für den Kampf. Seid ihr bereit? Wir schnappen uns diesen Mutanten SpongeBob. Wir sind super vorbereitet und... Freunde, hier ist er doch. Er ist direkt vor unserer Nase. Haben wir noch irgendwelche Blöcke hier? So, unseren Superstar haben wir auch im Inventar, Freunde. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier hoch und... Ihr seht's. Wir schießen mal direkt mit unserem Feuer. Nee, hier könnten wir ihn vielleicht damit treffen. Kommt schon. Ja, Freunde, er brennt. Es hat geklappt. Unser selbstgebautes Geschoss hat ihn attackiert, Freunde. Und wie cool war das denn? Und jetzt schaut euch mal den hier hinten an. Der kommt von hinten. Den kriegen wir auch noch. So, wo sind denn die denn, die ganzen Gegner? Das sind sie da unten. Ja, nimm das hier. Mutanten SpongeBob und seine Patrick.exe-Armee. Moment mal, Freund. Aua, aua. Der kann mich durch den Block hier schlagen. Seht ihr das? Das ist am Cheaten. Das ist am Cheaten. Erst einmal holen wir uns den hier. So, kommt schon. Nimm das. Ja, Freunde. Sehr gut. Den haben wir, den haben wir. Und nochmal hier mit der Heavy Rifle ein paar Schüsse. So, das schmeckt dir der Blei, Patrick? Hä? Ihr seid die böse Version von Patrick, deswegen können wir so gemein zu euch sein. So, und hier ist der nächste. Kommt schon, Freunde. Boah, und die können mich aber hier so attackieren, Freunde. Aua, aua, aua. Ganz kurz, Freunde. Ich glaube, es wird Zeit für den goldenen Stern. Wir nehmen ihn, Freunde. Und was passiert hier? Was passiert hier? Wir sind unbesiegbar für ein paar Sekunden. Kommt schon. Das heißt, das müssen wir ausnutzen. Nimm das hier. Nimm das. Ja. Ja, Freunde. Kommt schon. Bam, 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 bam. Aber die haben auch wieder so krass viel Leben, ne? So. Einmal hier mit dem Schwert durch. Und ich glaube, Freunde, wir müssen die Basis ein bisschen aufmachen. Wir müssen wieder mit unserem Schwert attackieren. Das heißt, hier die Diamantspitzhacke mal aufbenutzen. Und so. Jetzt könnte es eng werden, Freunde. Jetzt könnte es eng werden. So. Nimm das hier. Ja, Freunde. Zack. Boom, boom, jetzt kommen wir, Freunde, jetzt geht's los und nein, wartet, hier kommt wieder so ein Mutanten-Patrick, ja, ja, kommt schon Mutanten-Patrick, aua, aua, das tut weh, ja, Freunde, den haben wir auch, puh, okay, Freunde, also, erstmal kurz den Apfel schnabulieren und unsere Waffen gehen bald zu Ende, Freunde, nimmt das hier, jetzt, Freunde, wir gehen in den letzten Kampf gegen Mutanten-SpongeBob, wenn wir den gewinnen, haben wir es geschafft, oh, schnell, Rückzug. Bam, 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 bam. Wir haben noch Waffen hier irgendwo. Ja, bam, bam, Freunde. Kommt schon, nimmt das. Nein, Freunde, wir haben nicht mehr viel Muni. Vielleicht mal mit dem anderen Schwert probieren. Ja, Freunde.
Wir haben es geschafft. Schaut mal, ich habe hier was gehört. Wartet mal, wartet mal. Wir haben es, glaube ich, auch geschafft. Wir haben Prinzessin Peach befreit, indem wir den Mutanten SpongeBob besiegt haben. Habt ihr es gesehen? Ist jetzt auch das Tor aufgegangen und Prinzessin Peach ist frei und kann nun endlich wieder was essen, Freunde. Das war ein krasses Abenteuer.